So, jetzt. Hallo Daniel. Hallo Ralf. Du bist die meiste Zeit hier in der Coda Lounge. Zumindest wenn ich dich gesehen habe, bin ich einmal im Flur auf dem Weg gelaufen und sonst bist du in der Coda Lounge. Was machst du hier? Woran arbeitest du? Also ich arbeite generell an Drupal 8. Bin da irgendwie jetzt reingerutscht. Also zum Beispiel arbeite ich am Vue, damit es stabiler wird und damit es dann, wenn Drupal 8 fertig ist, auch direkt benutzbar ist. Auf welchem Stand ist Vue jetzt zurzeit ungefähr gerade? Also ich würde es einschätzen. Also ich würde es als benutzbar bezeichnen. Mhm. Also man könnte direkt damit Seiten bauen, wenn der Rest von Drupal auch so weit wäre. Aber es gibt noch ganz viele Ecken, an denen man was verbessern kann. Wir verbessern gerade die UI ein wenig, machen es accessible, zum Beispiel für Blinde. Wir versuchen den Code aufzurollen, damit es einfacher ist, das Ganze zu verstehen. Wir versuchen dann auch Dokumentation zu schreiben, vielleicht. Und von daher, also jetzt vielleicht 80% fertig oder sowas. Ah ja, okay. Also, ja. Also ich bin generell, also wir sind wirklich super zufrieden mit dem, was erreicht wurde in dem letzten Jahr, ja, seitdem die Initiative gestartet worden ist. Also super, super cool. Auch viele Unterstützung von der Community bekommen, ganz allgemein. Mhm. Es gab, ich weiß nicht, 5, 6 Sprints überall auf der Welt, wo wir uns getroffen haben und dann diskutiert haben und entsprechend weitergearbeitet haben. Das hat einfach viel geholfen. Mhm. Ja. Super. Ich bin auch beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der Patches zurzeit eingereicht und bearbeitet werden. Also es ist ja irrsinnig viel Bass einfach auf den ganzen Issues. Ja. Wie sieht das aus mit Panels? Panels kommt nicht in den 8er Core rein, beziehungsweise kommt in Teilen. Also C-Tools ist im Core mit drin. Genau. Wann wird Panels kommen? Kann man sich Panels schon installieren? Also über Panels direkt weiß ich nicht Bescheid, worüber ich sagen kann, dass es gab eine Layout-Initiative, die ja eben versucht hat, sowas wie Panels oder in einer einfachen Form sowas in den Core zu bringen. Ich würde das jetzt eher als gescheitert bezeichnen. Mhm. Also was Panels vor allem ausmacht, aus meiner Sicht, ist, dass man eine UI hat. Ja. Und das kommt definitiv nicht. Es gab da einfach viel zu viel Diskussion. Aber was zum Beispiel kommt, ist so ein flexibles Blocksystem. Es gibt ein neues Block-Plugin, nennt sich das jetzt in Drupal 8. Das erlaubt dann zum Beispiel, dass man von jedem Block mehrere Instanzen haben kann, um dann zum Beispiel den einen Block, ich weiß nicht, links anzuzeigen. Dann konfiguriert man ihn so, dass er nur auf irgendeiner bestimmten Seite angezeigt wird, links. Und man erstellt eine andere Instanz und die wird dann rechts angezeigt auf einer anderen Pfad. Geht das über Kontext oder wie funktioniert das? Das geht über die UI. Mhm. Man hat jetzt zwei Listings. Man hat die Liste aller Blocks und die Liste aller Blockinstanzen. Mhm. Und die Blockinstanzen kann man tatsächlich in der Region erstellen. Und aus einem Block kann ich eine Blockinstanz sozusagen klonen. Okay. Ja, also da gab es ein Modul, es hieß, ich weiß nicht, wie das Modul hieß, aber es gab es auch mal als Kontrakt-Modul, dass man mehrere, von jedem Block mehrere haben kann. Was denkst du, ab wann wird man Drupal 8 mal so in kleinen Umgebungen einsetzen können? Also ich sag mal, eine kleine Mini-Homepage als Unternehmenswebsite. Wann meinst du, wird es soweit sein können? Also ich würde sagen, man soll es definitiv, also wenn man eine Seite baut, kann man es schon vor dem Release machen. Ja. Aber veröffentlichen sollte man die Seite erst, wenn der Release fertig ist. Weil erst dann gibt es zum Beispiel Security Support. Ah, okay. Also richtigen Security Support im Sinne von nicht öffentlich. Es läuft so ab, jemand reportet ein Security Issue, dann setzt sich das Security Team zusammen, versucht diesen zu fixen. Und dann, wenn er gefixt wird, wird er committed und am Mittwoch, jeden Mittwoch, dann als Security Announcement rausgegeben. Okay. Aber wenn man jetzt tatsächlich ein großes Projekt plant, wo man weiß, okay, das wird vielleicht in einem Jahr fertig sein müssen oder so, könnte es eventuell schon interessant sein, mit Drupal 8 sich zumindest auseinanderzusetzen und die Basis zu bauen und vielleicht das Theming nach hinten zu verschieben oder so. Aber Drupal 8 heißt auch wirklich nur Core, also es gibt noch kaum Module bis jetzt für Drupal 8, also man wird auf vieles verzichten müssen. Genau, aber naja, also wenn man ehrlich ist, wird nur durch solche Projekte dann tatsächlich auch die Contrib-Module geupdatet werden. Weil wahrscheinlich die Zeit für viele nicht da ist in ihrer Freizeit. Ja. Weil eben jedes Contrib-Modul, was wichtig ist, deren Entwickler sind jetzt auch im Core dran.
Deswegen werden die eben durcharbeiten, bis der Core fertig ist. Und man muss irgendwie da auch in dem Contrib-Bereich irgendwie Leute pushen können. Mhm. Und das ist noch nicht ganz klar, wie das funktionieren wird. Okay. Gibt es Sessions, die du hier auch besuchst? Ich war heute Morgen in der Session über die neue Field API von Svental, Fargo und WhiteChat. Und die war ganz witzig und interessant, was sie so planen und was deren Ideen ist mit Feldern. Und vor allem, dass man Felder jetzt richtig als Konfiguration gespeichert hat, es kein Problem mehr gibt mit Features. Ah, sehr schön. Und na gut, Feldern. Features wird ja eh im Grunde von CMI abgelöst. Richtig, aber klar. Gerade dieses Problem, was ist, wenn man irgendwie ein Feld in mehreren Features hat oder sowas, dann konfliktet es und das gibt es jetzt nicht mehr. Und gab es auch was über Performance von Fields? War das ein Thema heute? Ein kleines Thema. Mhm. Es ging kurz darum, wie die Felder gerendert werden. Mhm. Dort gibt es eine neue Abstraktionsschicht, die erlaubt es dann ein bisschen schneller, das Ganze zu rendern. Okay. Aber sonst eher nicht. Aber ja. Na gut, generell wird in Drupal 8 vielleicht so eine Entity Storage implementiert. Das heißt, man kann komplett austauschen, wo etwas gespeichert ist. Man könnte dann austauschen, man verwendet dann nicht mehr SQL-Datenbanken, sondern ich weiß nicht, MongoDB oder sowas. Ja, genau. Okay. Letzte Frage. Sehen wir dich dieses Jahr auf dem Drupal Camping? Hoffentlich. Wunderbar, alles klar. Dankeschön. Danke dir. Tschüss.